Moin Leute, da bin ich wieder. Eine Woche Zwangspause, war nicht ganz so geplant, aber was will man machen? Hab mir schön Corona zugezogen, hab mich doch ein paar Tage flachgelegt. Hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, weil jetzt hängen wir ein bisschen hinter meinem Zeitplan, aber ist nicht so schlimm, schaffen wir. Bin zwar noch nicht 100% auf dem Dampfer, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ich muss mich einmal öfter hinsetzen, weil noch ein bisschen die Puste fehlt, aber das wird auch jeden Tag besser. Also von daher legen wir jetzt einfach mal los und machen weiter, dass wir den zusammenkriegen, den Motor. Ich habe ja schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir die ganzen Stehbolzen rausgenommen, alles sauber gemacht. Habe da unten schon unser Lager von der Nockenwelle eingesetzt. Habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich das Lager mit dem Stahlkäfig nehme. Weil der Kunststoffkäfig soll zwar eigentlich halten, ist aber grenzwertig. Der ist nämlich für HD-Öle, also additivierte Öle, die wir hier in so einem Motor einsetzen, bis 110 Grad Dauerbelastung ausgelegt, maximal. Würde wahrscheinlich auch mehr abkönnen, aber 110 Grad kann in bestimmten Situationen doch nochmal passieren, dass wir das erreichen. Im Motor wollen wir eigentlich nicht haben, das wäre zu viel, auch fürs Öl, aber man weiß ja nie. Deswegen nehme ich jetzt den Stahlkäfig und den Lagerring von dem entsprechend anderen. Das passt nämlich. Und bevor wir es mit irgendwas anderem weitermachen, bevor wir die Nockenwelle reinsetzen oder irgendwas, möchte ich erstmal hier die sogenannte Borgmann-Dichtung. Das ist eine Dichtschnur, so eine Graphit-Dichtschnur, die möchte ich da erstmal reinschlagen. Weil das wird nur zum Holzkeil gemacht, das zeige ich euch gleich. Und wenn dann doch mal irgendwo so ein kleiner Holzspan abgeht oder sowas und uns dann eine Nockenwelle unten sehen wir nicht und dann ziehen wir das mit durch den Motor. Muss nicht unbedingt sein, deswegen setzen wir die jetzt erstmal. Dafür muss als allererstes die Dichtung mit so einer Dichtmasse ausgestrichen werden. Da habe ich hier das gute alte Dürko von Elring. Das Zeug macht sich immer gut. Und davon quackern wir das ein bisschen rein. Und wichtig ist natürlich vorher sauber machen. Das ist übrigens hier auch jetzt immer so ein Punkt. Ich habe hier so ein bisschen die Tube kaputt gemacht. Mal Finger drauf halten. Sauber und sinnvoll. Das ist immer so ein Punkt, wo es jetzt auch gut ist, dass man eine Instandsetzungsanleitung hat. Weil ich muss ehrlich sagen, oh, kommt nichts hier. Das ist schon ziemlich toter Zeug. Oh, da kommt doch was. Dann schmieren wir das so rein. Nicht die ganz feine englische Art, aber die Tube hat schon ein paar Jahre hinter sich. Hey, was ich sagen wollte, das ist immer gut, wenn man so eine Instandsetzungsanleitung hat bei solchen Sachen, weil das mit dieser Dichtung habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Das ist mein erstes Mal, dass ich so eine Dichtung setze und ich hätte nicht gedacht, dass da so eine Dichtmasse reingehört. Aber ist laut Instandsetzungsanleitung so vorgegeben, hätte ich jetzt aus dem Bauch raus so gar nicht gemacht. Ja, da kommt doch noch ein bisschen was Brauchbares. So, und am besten macht man das anders als ich, mit weniger Rumsauen. Aber ein Lappen mit Verdünnung. Und dann kriegen wir alles, was überschüssig ist, ab. Das ist übrigens diese tolle Graphitschnur. Die wird jetzt erstmal einseitig eingelegt und dann schlagen wir die ein. Um das vernünftig zu machen, habe ich hier so ein schönes Rundholz. Habe ich mir von meinem Vater bauen lassen. Der ist ein Holzwurm. Der kann das, hat genau 85 mm Durchmesser. Und damit können wir dann hier die Dichtschnur akkurat reinschlagen. Soweit zumindest in der Theorie. Praktisch habe ich das nämlich auch noch nie gemacht. So sollte das nicht aussehen. Hier, seht ihr das? Ganze Kante rausgedrückt, alles im Arsch. Das heißt, das Ende abschneiden und nochmal versuchen. Und da muss der Lagerdeckel ein bisschen später. Dann bestelle ich nämlich noch ein bisschen Dichtung nach. Musste eben noch mal ein bisschen mit einem kleineren Rundholz bzw. Hammer nachhelfen. Aber dann ging es. Ging auf jeden Fall deutlich beschissener als gedacht. Jetzt weiß ich auch, warum sich alle immer im Internet beschweren, dass die Dinger so beschissen reingehen. Aber gut. Wieder was dazugelernt. Nächstes Mal einfach ein bisschen mehr Schnur kaufen. Weil für die zweite Hälfte reicht es nicht mehr. Ist aber nicht schlimm. Den Deckel können wir auch die Tage noch draufschrauben. Wichtig ist, dass erstmal die ganze Welle und alles drin ist. Und das kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. Gott sei Dank. Das schneide ich jetzt hier noch schön plan ab. Und dann machen wir mit der Nockenwelle weiter. So Leute, wenn wir ehrlich sind, das ist Schrott so.
komplett reingekloppt, sitzt nicht richtig drin in der Nut. Das hat keinen Wert, das kommt raus. Und dann habe ich jetzt einfach nochmal was Neues besorgt. Die ist jetzt von Victor Reins. Das hier ist aus dem Set, so ein billiges Zeug. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Guck mal, erstmal ist die ein bisschen breiter, die aus dem Set. Und sehr, sehr weich. Die lässt sich gar nicht in die reintreiben. Das habe ich hier von Victor Reins. Ist eigentlich für den Daimler. Aber die soll genau passen. Nur ein bisschen zu kurz, aber ist ja nicht schlimm. Wir müssen sie eh bündig hier abschneiden. Dann machen wir einmal für den Block und einmal für den Lagerenddeckel jeweils eine Dichtung, weil die hat 7 Euro gekostet und die hier kostet irgendwie 26, 27 irgendwo in dem Bereich. Dafür, dass die deutlich schlechter im Zustand ist, also von der Qualität und auch nicht richtig passt. Ne? Deswegen nehme ich jetzt hier die hier, eigentlich für einen Daimler, also für Mercedes, aber ist ja scheißegal, dafür kriege ich die beim Kfz-Handel, kostet nicht viel und soll akkurat reinpassen und oh ja, das sieht doch gut aus. Wenn ich die anhalte, die sitzt wunderbar. Die kriegen wir nämlich rein, ohne dass wir sie breithauen. Jetzt mache ich hier nochmal die Dichtungsreste raus und dann probieren wir es mal mit der hier. So, gereinigt, mit frischer Dichtmasse ausgestrichen. Jetzt guck mal, schön der hier reingeht. Jetzt nehmen wir hier unser Holz. Der passt nämlich hier ganz genau akkurat rein. Und schon sitzt er nämlich genau so, wie wir es haben wollen. Ja, akkurat. Dann lasse ich jetzt hier die Dichtmasse anziehen. Dann schneiden wir das hier oben, das Überständige, ab. Und die andere Hälfte machen wir dann später, wenn wir das zusammenbauen. So einfach kann das sein. Und schon sitzt der ganze Mist. Hier, das ist mein Dichtungsset, was ich habe. Können wir mal reingucken. Ich hoffe, die anderen Dichtungen machen ihren Job besser. Nicht, dass wir den Motor zusammenbauen. Dann ist die ganze Scheiße nachher nicht dicht. Hier haben wir diverse Gummidichtungen. Und alles mögliche anderes. Hier für die Ölwanne zum Beispiel sind etwas dickere und alles. Ich hoffe, das macht qualitativ mehr her, weil diese Dichtschnur hier, die ist erstmal nicht richtig maßhaltig und dann ist das so ein weiches Zeug. Ich weiß gar nicht, wie man das da reinhauen soll, ohne das breit zu kloppen. So, keine Ahnung. Die jetzt eben, die ging so sauber saugend rein und mit ein paar Schlägen sitzt die da auch richtig akkurat drin. Genau so, wie ich es auf allen Bildern gesehen habe, wie es zu machen ist. Und dementsprechend vergesst diesen Scheiß hier. Wie gesagt, ihr könnt diese Dichtung, ich weiß nicht, ob das genau die hier ist oder ob es dann vielleicht doch so eine ist von Victor Reins oder Elring oder sowas. Die könnt ihr kaufen für, ich habe jetzt keine Ahnung, 36, 26, ich guck mal kurz. Für 35 Euro sehe ich sie gerade. Genau. Burgmann-Dichtung, 8 mm Nut, Kurbelwellenabdichtung, Hanomag. Ja. Wie gesagt, kann die ja sein, kann auch sein, dass ihr sowas kriegt, aber 35 Euro wollen die für den Spaß haben. Und diese Dichtung, die habe ich jetzt für 7 Euro gekauft, gibt es auch günstiger. Die ist von Victor Reins, gibt es auch von Elring, ist halt für Mercedes. Sucht einfach mal nach, was habe ich denn gesucht? Graphitschnur 8 mm, habe ich glaube ich gesucht. Und da findet ihr die für Mercedes. Wie gesagt, gibt es von Victor Reins, gibt es von Elring, das sind qualitativ hochwertige Dichtungen. Und sowas hier, das ist halt Schrott, ne? Gut, haben wir das Thema auch. Wie gesagt, ich lasse das aushärten, schneide das ab. Den packen wir nicht wieder ein, dann kommt der Müll. Und dann hoffen wir mal, dass der Rest von dem Dichtsatz hier ein bisschen mehr hermacht. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal den in die Tonne und weiter geht's. So, Nockenwelle drin. Richtig, immer ölen, habe ich auch erst vergessen. Schön Öl ran und dann dreht sie sich auch sauber hier drin. In der Gasse, wie es sein soll. Hier im Sprengring vor und dann können wir uns schon mal die Lagerschalen machen. Kommen die Hauptlagerschalen rein, die habe ich schon gesetzt. Ist keine Kunst, wichtig, trocken, kein Öl. Und dann einfach nur reindrücken. Auf den Pin hier achten,
Und schon sitzt die Schale. Mehr ist das nicht. Ich schneide jetzt hier hinten den ab. Das ist schon relativ gut eingehärtet mit dem Lichtmittel. Das schneide ich jetzt gerade ab. Und dann können wir die Kurbelwelle reinsetzen. So, Nockenwelle habe ich nochmal rausgenommen, weil ich habe unsere Schlüssel vergessen. Die sitzen da unten drin. Die anderen habe ich schon gesetzt. Und die beiden letzten kommen jetzt noch rein. Da merkt man, dass Corona sei Dank der Kopf noch nicht so richtig funktioniert. Alles natürlich schön sauber gemacht hier. Ordentlich Öl ran. Und da werden die ja nur reingesteckt. Das ist keine Kunst. Die Position, also dass die nicht rausfallen, das kommt dann durch die Nockenwelle, die liegt ja da drüber. Ich habe die übrigens auch beschriftet, man sieht es kaum noch, da stand meine 2. Dass sie wieder in dieselben Bohrungen kommen, wo sie auch vorher waren. Auf jeden Fall konnte ich tatsächlich an diesen Teilen keinen Verschleiß feststellen. Deswegen kommen die so wieder rein, genauso wie bei der Nockenwelle. Neue Lager an der Nockenwelle und der ganze Rest hier, das bleibt wie es ist. Das kommt jetzt wieder so zusammen. Kurbelwelle drin und dreht sich sauber. Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Öl drauf und dann sieht der Motor schon fast wieder aus wie ein richtiger Motor, oder? Kommen wir da noch die Lagerdeckel drauf und ist die Kurbelwelle wieder drin. So, noch Lagerschalen drin. Alles schön eingeölt, picobello sauber, immer ganz wichtig. Und wie gesagt, immer ordentlich Öl dran haben und ständig kontrollieren, ob sich die Kurbelwelle noch drehen lässt. Das ist nämlich das A und O. Wenn das nicht mehr geht, dann haben wir ein Problem. So, und jetzt können wir vom Prinzip die ganze Chose festschrauben. So, und jetzt nach und nach von innen nach außen anziehen. Weil auch hier können wir eine Verspannung von der Kurbelwelle dadurch von innen nach außen raustragen, ähnlich wie beim Zylinderkopf, wo man das so macht. Und mal kontrollieren, ob sie sich drehen lässt. Und da tut sie jetzt schon nicht mehr. So, um das jetzt rauszufinden, woran es liegt, lösen wir jetzt nach und nach die Lagerschalen an. Also im ehesten liegt die Verspannung hier hinten. So, ich mache jetzt so weiter. Also er dreht leicht. Das sieht vielleicht ein bisschen schwer aus, weil ich mit zwei Händen eben angefasst habe, aber er dreht sauber leicht durch. Ich mache das jetzt so weiter, bis ich dann das Drehmoment habe, 140 Newtonmeter. Wie gesagt, immer mit der Anfang und dann nach außen weiterarbeiten, um so entsprechende Verspannung von der Kurbelwelle
rauszutragen. So, Drehmoment erreicht und sie dreht ganz locker sauber durch. Das heißt, da haben wir schon mal alles richtig gemacht. Und unsere Bastellösung mit dem dritten Bock, also mit dem Passlager, das funktioniert auch. Weil auch an der Stelle, er dreht sauber durch. Kaum Widerstand, sehr, sehr gut. So wollen wir es haben. Kommen wir uns als nächstes um die Pleule beziehungsweise Kolben kümmern, aber nicht mal heute Abend, gucken wir morgen Abend. Leute, ich glaube, diese Corona-Infektion hat mich völlig kürre gemacht. Also nicht nur, dass wir anfangs vergessen haben, von der Nockenwelle hier unten die Stöße mit reinzusetzen, nein, ich habe auch noch diese drei Hauptlagerböcke falsch rum eingebaut, also um 180 Grad verdreht. Das heißt, ich konnte es nochmal auseinandernehmen, habe sie wieder eingesetzt. Jetzt passt es. Ich habe in dem Zuge auch gleich den Lagerabschlussdeckel reingesetzt. Das passt auch. Das ist jetzt noch ein bisschen Schmiere. Nicht wundern. Der sitzt Gott sei Dank richtig. Da habe ich nichts falsch gemacht. Motor lässt sich durchdrehen. Alles akkurat. Warum ich übrigens, als ich den durchgedreht habe und der Hauptlager, der Motor schon andersrum, als der Hauptlagerbock hier geklemmt hat, den so ein bisschen angelöst haben, Hammer draufgehauen habe, hat den Grund, dass die Lagerschalen, zumindest die obere in dem Hauptlager, ich zeige euch das mal. So, das sind zwei alte, die Lagerschalen, zumindest die obere von dem Lagerdeckel, hat keine hundertprozentige Führung. Also die haben überall so Dornen drin, wo die drin eingesetzt werden. Und unten haben wir dann hier so eine Bohrung und da passt genau dann auf diesen Dorn drauf und die untere Schale sitzt 100% und lässt sich nicht bewegen. In dem Lagerdeckel haben wir auch so einen Dorn. Allerdings nicht so eine Bohrung, sondern eine Nut. Und das heißt, er kann sich so ein bisschen verdreht reinsetzen und dann fängt es an zu klemmen, wenn wir den festziehen. Und deswegen habe ich ihn ein bisschen angelöst, mit dem Gummihammer ein bisschen drauf rumgeklopft. Nicht dolle mit Gefühl, weil sonst machen wir das auch mal schnell kaputt hier an den Kanten. Das muss ja alles akkurat sauber sein, nicht, dass wir hier einen Grat nachher reinkloppen oder sowas. Damit machen wir uns die ganze Scheiße nachher wieder kaputt. So ein bisschen mit Gefühl, dann setzt sich das nämlich hier mit dem Pin in dieser Nut. Und dann sitzt er auch so, dass er wieder einwandfrei sauber durchzudrehen ist, ohne dass er klemmt. So viel dazu. Aber das ist nicht alles, was ich durcheinander gebracht habe. Ich habe nämlich auch noch was anderes vergessen. Ich wollte gerade meine Kolben einsetzen. Die liegen noch schon schön bei mir in der Küche im Backofen. Gott sei Dank habe ich keine Frau. Ansonsten wird es nämlich, glaube ich, Ärger geben. Aber dafür vorbereitend habe ich aus den Pleulen die alten Buchsen rausgeschlagen. Wollte jetzt die neuen einpressen. Musste feststellen, das passt nicht. Und wenn ich dann mal einen neuen Kolbenbolz nehme und den da reinstecken will, das passt auch nicht. Da habe ich in meinem Wirkkopf komplett vergessen, dass das keine Fertigbuchsen sind. Original gab es Fertigbuchsen, ich habe jetzt nur Semibuchsen bekommen. Ich hätte gerne Fertigbuchsen genommen, gab es nicht. Das sind Semibuchsen, die müssen hier eingepasst werden. Ist jetzt Samstagabend, 7:15. Heute Abend kriege ich das nicht mehr hin. Wie gesagt, man kennt ja Leute, die einen kennen. Aber so ganz schnell, spontan schaffe ich das jetzt nicht mehr, dass wir die hier eingepasst kriegen. Grundsätzlich kein Problem. Wie gesagt, der hat eine Drehbank und eine Fräse. Der wird leicht abgedreht, dass er hier genau saugend reinpasst. Und dann spindeln wir die aus und dann ist das eine richtig schöne Sache und dann passt das auch. Alternativ könnte man auch mit einer Reibadel, ich weiß nicht, ob man eine passende hat. Das machen wir dann schon irgendwie. Aber das schaffe ich diese Woche nicht mehr, also in diesem Video nicht mehr. Wie gesagt, das ist Samstagabend. Ist gleich 19 Uhr. Das heißt, das wird in diesem Video nichts mehr. Ein bisschen Fortschritt haben wir trotzdem gemacht. Wir haben unsere Wellen drin, wie wir es haben wollen. Lagerabschlussdeckel ist drauf. Das hier ist kein Versatz, hier ist noch ein bisschen Dichtmittel. Der wird nämlich mit Dichtmittel eingesetzt. An den Kanten hat er hier
An den Kanten hat er hier zwei Dichtungen drin, auf jeder Seite. Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Dichtmittel genommen. Bei unten an den Flanschen wird da sowieso mit Dichtmittel eingesetzt und dementsprechend passt das. Die Dichtschnur, diese Graphitschnur habe ich beim Deckel analog zum unteren eingesetzt mit diesem Holz, mit diesem Rundholz einfach eingeschlagen. Dann passt das alles akkurat. Das heißt, der Block ist jetzt soweit schon mal ganz gut. Er nimmt langsam Form an, dass es auch mal wieder zum Motor wird. Weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, aber wir sind noch gut im Zeitplan. Also wenn er mir jetzt kurzfristig mit meinem Pleuelen helfen kann, dass ich die fertig habe, dann wird der Motor jetzt im Laufe dieser Woche komplettiert sein, abgesehen vom Kopf. Das Thema ist aber auch schon nebenbei in Bearbeitung. Dazu seht ihr dann auch mehr, wenn es soweit ist. Und das heißt, fleißig abonnieren, dann seht ihr auch, wie es weitergeht. Hoffentlich dann mit ein bisschen mehr Verstand in meinem Kopf. Und dann mach's gut, ciao.